Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Lydia, ich bin 47 und ich möchte kurz von meinen Erfahrungen mit der Instant Change Methode berichten. Ich habe letztes Wochenende, heute ist Donnerstag, letztes Wochenende die drei Anwendungen gemacht. Ich finde Anwendungen nicht so passend. Ich sage Sessions dazu, gemacht von Instant Change. Und ja, möchte da kurz von berichten. Es war ein unglaublich intensives Wochenende. Also ich habe die drei Sessions gemacht innerhalb von 4 Tagen über ein verlängertes Wochenende. Und zusammen mit der Vorbereitung und dem Reflektieren dazwischen und so weiter war es für mich unglaublich intensiv, ganz toll intensiv, waren sehr, sehr schöne Erfahrungen. Und zusammenfassend kann ich sagen, ich habe ganz tolle Erfahrungen gemacht, also gespürt, körperlich Emotionen durchgegangen, die erstaunlich waren. Und ich habe auch Erkenntnisse gewonnen auf, ich sag mal, kognitiver Ebene, die sensationell sind. Das muss ich wirklich so sagen. Ja, das ist die Zusammenfassung. Ich habe die Sessions gemacht mit Uli Borchert, einem Coach, Diplompsychologen, den ich seit vielen Jahren kenne und den ich sehr schätze. Und der hatte mich im Vorfeld aufgefordert, mir eine Wunschliste zu machen mit allen Dingen, die ich mir für mein Leben wünsche. Und zwar aus allen Lebensbereichen, also sei es beruflich, ja, wirtschaftlich, Gesundheit, Beziehungen, Liebesleben, alles, was mir einfällt. Und mit dieser Wunschliste sind wir dann, ach so, ja, ganz wichtig, und auch vor allem Emotionen, Gefühlszustände, die ich mir für mein Leben wünsche. Und mit dieser Wunschliste sind wir dann in die erste Session reingegangen. Und ja, er hat mich aufgefordert, mich mit diesem Wunschgefühl zu verbinden. Was ich, sofern ich das konnte, gerne gemacht habe. Und dann hat er, ich kann das nicht genauer beschreiben, er hat halt Programme durch mich durchlaufen lassen. So hat er das selber auch formuliert. Ich habe derweil da gestanden und er hat Dinge gesagt, ich habe zugehört und habe dann zum Teil auch reagiert. Ich war sehr, sehr emotional in dem Moment, aber ich kann tatsächlich nicht viel mehr sagen, was da passiert ist. Ich habe körperlich einige Dinge wahrgenommen, Anspannungen, Wärme. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt oder nicht. Also das waren jetzt keine so auffälligen körperlichen Wahrnehmungen. Was ich sagen kann bezüglich der ersten Session, ich war am Ende sehr, sehr erschöpft. Also ich habe auch irgendwann gesagt, ich mag mich bitte hinsetzen, weil ich wirklich kaputt war. Und nach der Session bin ich mehr oder weniger sofort auf die Couch, habe mich da zusammengerollt und wollte nur noch schlafen, weil ich wirklich sehr, sehr, sehr erschöpft war. Und es kam dann mit der Erschöpfung auch eine ganz, ganz tiefe Kälte. Also so richtig, wenn Kälte bis auf die Knochen geht. So wie wenn man sehr viel intensiv Sport gemacht hat und nach dieser Anspannung dann diese Erschöpfung kommt. Ich bin dann schnell eingeschlafen, bin irgendwann ins Bett gewechselt, bin nachts wach geworden um 2 Uhr und war am Glühen und war wirklich am Glühen. Ich hatte Sorge, dass ich einen Corona-Fieberschub habe, weil das so heftig war. Aber ich habe mich nicht krank gefühlt, also habe ich das mit dem Corona-Fieberschub ja, wieder beiseite geschoben. Aber ich war so am Glühen, dass ich mich wirklich vor die geöffnete Balkontür alle Viere von mir gestreckt gelegt habe, um einfach wieder abzukühlen. Und wir haben Anfang Mai und die Nächte sind noch sehr frisch. Insofern kann ich halt nach 2 Stunden ungefähr war es dann auch gut und mir ging es gut. Also ich weiß nicht, also das, ich denke mal, das hängt damit zusammen, weil das war schon ein heftiger Ausschlag einmal in die Kälte und dann in die Hitze. Was ich jetzt nicht regelmäßig oder in anderen Kontexten habe. Also das war, kann ich für die erste Session als wirklich besonders ja, berichten. Die zweite Session war nicht so auffällig, weder körperlich. Es war insofern nochmal für mich sehr erhellend, weil das Problem mit der Wunschliste ist, für mich zumindest, dass in dem Moment, wo ich mir etwas wünsche, mache ich ist es ja so, dass ich mir gleichzeitig bewusst mache, dass ich das gerade nicht habe in meinem Leben. Das heißt, das bringt mich mit meinem Mangel, mit dem Mangel in Kontakt und damit auch mit Schmerz. Und das war insbesondere bei der zweiten Session so, dass ich einen Wunsch oder dass ich mit dem Uli einen Wunsch bearbeitet habe, den ich tatsächlich als sehr schmerzhaft empfinde. Oder ich sage mal bittersüß, weil er beides hat, den Wunsch, das Positive und das Schmerzhafte.
Und das zu bearbeiten war sehr besonders für mich in der zweiten Session. Ich kann jetzt mit etwas zeitlichem Abstand sagen, was sensationell ist, ist, dass ich mich jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen kann und diesen Schmerz nicht mehr spüre. Also ich habe diesbezüglich einen inneren Frieden gefunden, dass dieser Zustand jetzt gerade nicht in meinem Leben ist, oder? Und das habe ich all die Jahre vorher nicht gehabt. Und das ist, also wenn es das schon ist, dann ist es schon eine ganz toller Erfolg für mich. Die dritte Session, die war dann nochmal unglaublich sensationell für mich, weil wir da das Thema noch erweitert haben, Instant Change, mit einer Thematik, mit der ich mich schon seit Jahren auch beschäftige. Und da geht es um die Integration abgelehnter Anteile in mir. Ich mache das viel mit im Rahmen mit innerer Kindarbeit. Und ja, da hat Uli mit dieser Methode oder anders, ich weiß es nicht genau, Erfolge erzielt, Fortschritte mit mir erzielt, die unglaublich sind, von denen ich glaube, dass ich sie ohne dieses Wochenende jetzt vielleicht erst im Laufe von Jahren oder sowas hätte erreichen können. Und das ist eben, dass ich Dinge begriffen habe und dass ich Dinge auch gespürt habe und dass ich innere Erlebniswelten in Bewegung gebracht habe. Das ist sensationell. Ja, was ist seither, was bleibt? Das ist ja immer so die Frage, ne? Wie effektiv ist sowas? Ich kann es nicht genau sagen. Der Traummann ist noch nicht in mein Leben getreten, da warte ich immer noch drauf. Was ich sagen kann, dass ich seither ein sehr friedvolles und positiv und zuversichtliches Grundgefühl habe, was nicht unbedingt typisch für mich ist, dass ich, wie gesagt, mit manchen Wünschen und damit fehlenden Dingen in meinem Leben viel entspannter umgehen kann, dass es nicht so weh tut oder eigentlich gar nicht mehr weh tut. Ja, das ist es so, was ich im Wesentlichen jetzt für mich feststellen kann, als sofern man bei 4 Tagen von einer Langzeitwirkung sprechen kann, was ich als Langzeitwirkung mitnehmen kann. War es eine tolle Erfahrung. Bin super froh, dass ich sehr spontan diese Entscheidung getroffen habe, einen Impuls folgen, dieses Coaching zu machen. Und ja, würde es auf jeden Fall weiterempfehlen und wünsche allen viel Erfolg bei ihren Vorhaben und ihren Dingen und viel Glück und viel inneren Frieden. Ja, kann man so sagen. Gut, bis dahin, ciao.